Jo, wir machen das Signboard ready. Ihr seid dabei, Panzerplatten. Chips. Der Brenner. Hammer. Und? Wir haben es geschafft. Aha, ich sehe Potenzial. Schießen. Geschafft. Los jetzt. Schubrakete. Halt dich fest. Puff? Was heißt denn hier Puff? Nicht meine Schuld. Wir zerlegen uns hier schon das Fahrgestell. Was ist? Kommt hoch. Das geht nicht. Mein Bein ist eingeklemmt. Geht ohne uns. Ich bleibe bei ihm. Ich wäre sowieso nur Ballast. Nein. Entweder es gehen alle oder keiner. Den Satz wollte ich schon immer mal sagen. Komm schon, Rufus. Das da draußen ist nicht mehr unsere Zeit. Irgendwer muss die Welt jetzt noch einmal ganz neu retten. Und ich wäre sehr enttäuscht, wenn das nicht ihr beide wäret. Geht schon. Ja, na gut. Aber wohin? Jetzt wäre wohl ein guter Zeitpunkt für einen deiner bescheuerten Pläne. Wie bescheuert darf er maximal sein? In Anbetracht unserer Lage? An Wahnsinn grenzend bescheuert. Nur grenzend? Darauf kann ich leider keine Rücksicht nehmen. Spring! Und wo sind wir? Wo sind wir? In den Schrotthöhlen unter Kuwak. Hier hatte sich der Elefant versteckt. Elefant? Haben wir darüber schon gesprochen? Ich erzähl's dir später. Erst müssen wir einmal herausfinden, wer da am Chronokar rumkurbelt. Und es verhindern. Richtig? Richtig. Aber Vorsicht. Wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt wir hier gelandet sind. Oder anders ausgedrückt, wie spät es gerade ist. Ich sowieso nicht. Dann gehen wir mal los. Da ist das eine Chronokar. Okay. Jetzt wissen wir den Zeitpunkt. Wissen wir das? Ja. Und jetzt volle Kraft voraus. Sie sind abgelenkt. Sehr gut. Fufnex, war das demütigend. Und jetzt hat er auch noch unser Umux geklaut. Wir sitzen hier fest. Kein Problem. Ich habe einen Plan. Siehst du das Ding da? Ich glaube, es ist eine Art Knickspox. Und so einen Fufnu benutzen die hier? Wenn ich es aktiviere, werden sie nicht weit kommen. Früher oder später werden sie gezwungen sein, hierher zurückzukommen. Bist du sicher? Wer weiß, wie oft wir das schon gemacht haben. Nicht oft genug. Sonst hätten sie ja unsere Umux längst zurückgebracht. Klingt logisch, aber wie bedient man das Gerät? Ich glaube, man muss nur an der Kurbel da drehen. Nein, stopp! Ganz falsch! Rufus, nicht! Das ist er! Das ist er! Hast du uns unser Umux zurückgebracht? Das Timepod? Nicht direkt. Dann muss ich wohl doch noch einmal kurbeln. Aha. Also wart ihr das die ganze Zeit? Ihr müsst damit aufhören. Ihr wisst ja gar nicht, was ihr für ein Chaos anrichtet. Wer seid ihr überhaupt? Wir kommen aus einer zukünftigen Welt. Wir nennen sie Utox. In eurer Sprache Utopia. Utopia? Wie das Utopia, das die Illusianer erreichen wollen, indem sie Deponia sprengen? Dieser Plan war zum Scheitern verurteilt. Weil wir ihn vereiteln werden. Ja. Das werdet ihr. Euer Volk wird es trotzdem eines Tages zu uns schaffen. So ist es vorherbestimmt. Zumindest war es das. Wir wollten nur ein wenig Geschichtsluft rüsseln. Nur beobachten, nicht eingreifen. Doch als wir zurück in unsere Zeit kamen, gab es kein Utox mehr. Das Raumschiff, das ihr Elysium nennt, war gestartet. Und wie ein Komet auf unserem Planeten eingeschlagen. Darum kehrten wir zurück.
um nach der Ursache zu forschen. Wir wollten die alte Zeitlinie wiederherstellen. Doch dann hast du unser Umux gestohlen. Durch diesen Eingriff habt ihr den Lauf der Dinge kompromittiert. Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Es ist offensichtlich, dass diese Zeitlinie hier schon zu beschädigt ist. Wir müssen euer Knüxpox benutzen, damit ihr uns unser Umux wieder zurückbringt. Nein. Ihr könnt doch jetzt nicht alles wieder auf Anfang setzen. Ihr habt ja keine Ahnung, was für ein Staatsakt es war, überhaupt so weit zu kommen. Und wenn es eine Xixiade Anläufe benötigt, irgendwann werdet ihr es schaffen. Bleibt zurück. Ich werde nun das Knüxpox aktivieren. Okay, ich seh's ja ein. Aber ihr solltet mich das lieber machen lassen. Ihr macht doch alles nur kaputt mit euren Rüsselpfoten. Na gut, aber wehe, du nimmst uns auf die Stoßzähne. Dann ist deine Freundin Moxo Poxo. Moxo Poxo? Alles nur das nicht. Ich blick hier langsam gar nicht mehr durch. Ein Verstärkungslied? Was tust du da? Keine Panik. Ich weiß, was ich tue. Der Nilpot? Können wir da. Ist da noch das Dorsungsglied hier drin? Verdammte Kiste! Oh, was ist das? Ein Geheimfach für Ersatzteile. Das gibt's doch nicht. Das Drosselglied. Und das muss jetzt... Boah, also so langsam verfluche ich dieses Spiel. Hoffentlich hat das den gewünschten Effekt. Ah, Kurbel. So, fertig. Na endlich. Jetzt wird alles so bleiben wie... Wie es schon einmal geschehen ist. Genau, aufgepasst. So. Wo sind wir? Keine Zeit jetzt für Erklärungen. Wir müssen uns beeilen. Gehen wir durch den Schacht. Komm, den kriegen wir noch. Timepod? Kriegen? Wie kriegen? Komm! Und jetzt volle Kraft voraus! Ups, das war dann wohl die Pannenshow. Der Rückwärtsgang. Bitte sei vorsichtig. Meine Bewegungsnausea. Ja, entspann dich. Während du dich gut festhältst. Ich blick nicht mehr durch. Aua. Na toll. Und nun? Ich glaube, wir haben uns ein wenig Zeit erkauft. Wenn jetzt keine größeren Unfälle mehr passieren, dann... Was? Rufus, sag doch was! Heiliger Hugo! Rufus! Alles okay? McChronicle? Schau mal, Goal! Es ist McChronicle! Wer ist Goal? Und was tust du hier mitten auf der Straße? Du wolltest doch eine Elefantenfalle aufstellen! Naja, du weißt ja, wie das ist. Es kommt dann immer ein bisschen anders. Wir haben jedenfalls das Timepod der Utopianer geklaut und damit versehentlich die Zukunft des Universums ausgelöscht. Moment. Was? Keine Zukunft? Naja, bis auf die eine vielleicht, in der alle tot sind und Deponia von Phulox überrannt wird. Keine Ahnung, wie die zustande gekommen ist. Oh nein, ich bin ein Monster. Warum habe ich nicht auf meinen Vater gehört und was Ordentliches gelernt? Ey, Mann. Aber nicht doch McChronicle. Tja, da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Wäre vielleicht besser gewesen. Für uns alle. Ihr habt so recht. Ihr habt so recht. Verzeih mir, mein Vater. Ich komme zurück. Was? Vielleicht waren wir ein bisschen hart zu ihm. Er tut mir schon ein bisschen leid. Ich werde ihn vermissen. Okay. Das Chronoka haben wir jetzt wieder. Na, ich im Kuhwerk? Oh.
Ah, da seid ihr ja. Ihr braucht euch keine Sorgen mehr zu machen. Es ist alles erledigt. Wer bist du? Puffnex, er hat uns gesehen. Keine Panik, wir sind auch Zeitreisende. Ich hatte euer Timepod geklaut und damit die Zukunft ausgelöscht. Wie bitte? Dann habt ihr eine Zeitschleife erzeugt, um mich wieder herzulocken. Naja, nichts für ungut. Jetzt ist alles geritzt. Ihr müsst nur vorsichtig beim Eintritt in die Zwischenzeit sein. Da wimmelt's von Fuloks. Wobei die sich ja nicht mehr sammeln können, sobald die Zukunft wieder offen ist. Stimmt auffallend. Vielleicht hast du recht und wir haben es diesmal tatsächlich geschafft. Ich verstehe nur, Schnuffofo. Was sind Fuloks? Ja, also eigentlich sind das Morlocks, aber aus urheberrechtlichen Gründen dürfen die nicht so heißen. Nur wegen 8 Monaten, die wir zu früh sind, sowas Ärgerliches, haben wir sie halt Fuloks genannt. Aber in der nächsten Auflage. Hoho, ich sage euch. Na, das ist eine lange Geschichte. Wir erzählen sie euch gerne unterwegs. Wäre nett, wenn ihr uns irgendwo rauslasst, wo wir nichts beeinflussen können. Es wäre doch zu blöd, wenn wir versehentlich noch ein Armageddon auslösten. Aha. Na gut. Und ihr seid sicher, dass nun alles beim Alten ist? Naja, diese Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Aber ja, ich glaube, jetzt ist alles paletti. Hey, macht mal hier nicht so einen Spuk. Ich habe den ganzen Tag hart an meiner Montgolfiere gearbeitet und... Was zum Kehricht ist denn hier los? Okay. Keiner bewegt sich von der Stelle. Ich bin deponianischer Staatsbürger und ich habe ein Recht darauf zu erfahren, was hier gespielt wird. Und ich, was ihr mit uns vorhabt. Tja, warum eigentlich nicht? Wir hatten glücklicherweise einen Shinshuma-Klux dabei, der uns befähigt, eure Shinshumas zu verunungeln. Was? Niemand verunungelt meine Shinshumas. Es ist nicht das, was ihr denkt. Geht es darum, Erinnerungen auszulöschen? Okay, es ist das, was ihr denkt. Es ist nicht das, was ich gedacht habe. Hast du? Ich dachte gerade an ein Ocelot. Ocelots sind voll bescheuert. Ja. Ruhe jetzt! Wenn einem von euch beiden der Gedanke nicht behagt, umso besser. Es kann sowieso nur einer verunungelt werden. Ihm wird dann die Ehre zuteil, mit Goal zusammen Deponia zu retten. Ich wähle Rufus. Sauber! Nicht du! Die Rede ist von der anderen Goal, die zu diesem Zeitpunkt noch auf Elysium ist. Was? Aber was passiert dann mit mir? Du wirst gebusockt. Genau wie der übrige Rufus. Hört ihr bald mal auf mit eurem elendigen Utox-Kokolores? Ich glaube, der passende Ausdruck in eurer Sprache ist... Kalt machen. Was? Moment mal. Was dachtet ihr denn? Ihr gehört nicht in diese Zeit. Die Gefahr, dass ihr euch wieder einmischt, ist viel zu groß. Also, ihr habt die Wahl. Einer von euch bekommt seine Erinnerungen gelöscht und muss alles noch einmal machen. Oh nö, alles nochmal von vorne? Nicht mit mir. Der andere wird zusammen mit Gold kalt gemacht. Klingt auch nicht gerade genussvoll. Nee, tut nicht nötig. Macht das unter euch aus. Während Kugo noch nach einer passenden Sicherung sucht. Hey. Ach, ich kann nicht laut mit ihm reden. Dann fliegt sein Versteck auf. Zum Glück sind wir ein eingespieltes Team und verstehen uns auch ohne Worte. Hey, was sollen diese dämlichen Grimassen? Hör damit auf, bevor mir noch versehentlich der Vorderhuf ausrutscht. War natürlich nichts dabei. Hey! Was soll das? Du Trottel hast das Shinshuma-Klux umgeworfen. Na sowas. So ein Fufnex. Keine Faxen. Verstanden? Noch ein Versuch. Hey, Tuck. Verstehst du mich? Klar und deutlich. Dann hat sich das Training ja gelohnt. Ich habe beim Besten gelernt, Sir Rufus, Sir. Oh mein Gott. Nicht doch, du beschämst mich. Einmal, Sir, reicht vollkommen. Ja, Sir. Kommen wir nun zu meinem Plan. Du musst die Utopianer überwältigen. Du musst die Utopianer überwältigen. Schwierig. Zum Glück weiß ich genau, was zu tun ist. Sobald ich die Deckung verlasse, gibt es kein Zurück mehr. Du schaffst das, Tuck.
Ich warte nur, Sir, auf dein Sir-Kommando, Sir, Sir. Okay, auf mein Kommando. Okay, auf mein Kommando. Wenn ich es nicht schaffe, du weißt ja, wie das geht, lasst mich einfach zurück. Du schaffst das, Tuck. Wir glauben an dich. Es war mir eine Ehre, unter Ihnen gedient zu haben, Sir. Und los! Abbruch! Abbruch! Ich habe keine freie Schusslinie. Okay, ich kümmere mich darum. Warte einfach auf das Signal. Ich habe alles verstanden und werde genau das tun, was du von mir erwartest. So, passt. Das trifft sich gut. Ich habe die Sicherung gefunden. Gut gemacht, Kugo. Ha, jetzt steht wieder alles. Und? Habt ihr euch entschieden? Wem soll ich das Gehirn löschen? Ihm. Nein, nein, ihm. Ich hab's zuerst gesagt. Ich hab's zuerst gesagt. Schluss mit diesem Fufnox. Ich nehme einfach dich. Was? Wieso mich? Weil du hier offenbar der Klassenschmogo bist. Versuch nicht dagegen anzukämpfen. Das macht die Schmerzen erträglicher. Wir starten, sobald der Shinshuma-Klux aufgeladen ist. Dann? Schon wieder. Gibt es denn keine andere Lösung? Nein. Tag? Jetzt! Was soll das darstellen? Einen epileptischen Anfall? Hörst du nicht? Jetzt! Glaub nicht, dass deine eingeschränkten Pantomimenkünste irgendwas ändern. Verdammt nochmal, Tuck! Das war das Signal! Was denn für ein Signal? Wenn ich so mache, bedeutet das jetzt! Du Holax, da ist ja noch einer! Jetzt was? Egal jetzt. Um den kümmern wir uns gleich. Es heißt jetzt werfen! Jetzt! Und Energie! Wirf schon, wirf! Zu spät! Kopfballprofi. Nein. Tja, den Rest der Geschichte kennt ihr ja. Ohne die Erinnerungen an seine Abenteuer jenseits der Zeit ließ Rufus nichts unversucht, um nach Elysium zu gelangen. So lernte er schließlich auch mich kennen. Er befreite mich aus den Klauen des Organon, versuchte mich nach Elysium zurückzubringen und rettete schließlich mit mir zusammen Deponia vor der sicheren Zerstörung. Am Ende jedoch ließ er los. Und fiel. Bis plötzlich... Hat hier jemand ein Taxi bestellt? Goal? Brauchst du eine Extra-Einladung? Na los! Nimm meine Hand. Schnell. Moment. Den Teil kennt ihr ja noch gar nicht. Los! Hab dich. Goal! Ich fasse es einfach nicht. Bist du es wirklich oder bin ich schon tot? Du wärst tot gewesen sein. Das konnte ich nicht zulassen. Ach, aber Haare abschneiden, das geht. Halt die Schnauze und lass mich dich hochziehen. Halt! Aufhören! Lass den Mann los! Alles muss so bleiben, wie es schon einmal geschehen ist. Wer zum Kuckuck seid ihr denn? Das hat dich nicht zu interessieren. Wichtig ist nur, dass du begreifst, was hier auf dem Spiel steht. Wenn du ihn fallen lässt, werden wir dich in deine Zeit zurückbringen. Wenn du dich aber weigerst, bin ich gezwungen, das Seil zu kappen. Also, zum letzten Mal, lass ihn los. Wer oder was zur Hölle ist das? Kein Schimmer, aber ich glaube, sie blöffen nur.
Ihr blöfft nur. Ihr würdet nicht zulassen, dass ich in den Tod stürze. Ich werde ihn hochziehen, ob es euch gefällt oder nicht. Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ganz sicher. Also los jetzt. Hoch mit dir. Hochziehen. Haha. Na, wer sagt's denn? Ich habe es geschafft. Dieses Mal habe ich dich gerettet. Sieht so aus, als wären wir quitt, was? Tja, sieht so aus. Leider hat die Sache einen Haken. Hä? Wieso? Nun, die haben doch nicht geblufft. Hä? Was? Was? Was zum... Hey, wir leben! Die Rückschubdüsen müssen den Fall gebremst haben. Hörst du, Goal? Wir leben noch! Wir... Goal? Goal? Oh nein, nicht doch! Goal! Goal! Die Führer. Chillbot-Akkus auf Tiefstand. Gefahr, Gefahr. Lebensmittel aufbrauchen oder Akkus neu laden. Hä? Puh, was... Was ist los? Ich weiß nicht. Wir sind nicht tot, glaube ich. Offenbar meinten die Utopianer das mit dem Kaltmachen doch wörtlicher als befürchtet. Warnung! Warnung! In 512 Meilen Entfernung wurde ein Plasmasprengkörper gezündet. Thermonukleare Kettenreaktion. Verbreiten sich mit fünffacher Schallgeschwindigkeit über den Planeten. Strukturelle Integrität der Schrottkruste wird in einer Minute versagen. Warnung! Warnung! Ihr Gefriergut ist in Gefahr! Moment mal! In einer Minute geht die Welt unter? Und ich, Trottel, hab vergessen, die Post abzubestellen. Das Chronokar, die Kurbel. Denkst du dasselbe, was ich auch denke? Oh, bitte nicht. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Ich sehe keine. Wir werden uns an nichts erinnern, oder? Das ändert nichts daran, dass es eine tolle Zeit war. Ja, das war's. Mach's gut, Rufus. Es war mir eine Ehre, Goal. Oh, Mann. Was für ein Albtraum. Ich war alt und hatte einen Schnurrbart und klang wie Frank Zander. Außerdem waren alle meine Freunde tot. Elysium war abgestürzt und ich habe Deponia in die Luft gesprengt. Entsetzlich. Ein Bild des Grauens. Ich mit einem Kotzbalken im Gesicht. Na, zum Glück ist ja alles wieder wie vorher. Ich kann es kaum erwarten, meinem Schnucki-Hasi Toni davon zu berichten. Was? Was? Ich blicke so gar nicht mehr durch. Am besten, ich beende jetzt einfach hier die Folge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.